Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Tauschpaket für euch. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mal wieder mit der lieben Lea getauscht und das ist so ein Trash-Tauschpaket. Also zum einen haben wir uns halt vorher so Bilder hin und her geschickt und dann haben wir uns aus diesen Bildern so Produkte ausgesucht. Und ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Ich habe die Box noch hier stehen, was ich ihr schicken möchte. Das geht aber heute auf jeden Fall raus. Das kriege ich hin. Und ja, genau. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, Lea. Wirklich. Ja, wir machen jetzt, also ich habe jetzt heute, ne, 27.09. Wenn ihr das Video seht, ist das Paket schon längst bei ihr. Aber trotzdem, jetzt habe ich gerade ein schlechtes Gewissen. So, hier haben wir das allererste, was hier so drin ist. Und sie hatte mir tatsächlich schon geschrieben, Claudi, ich habe dir eine Karte mit reingelegt, aber ich habe vergessen, was draufzuschreiben. Und da hat sie recht, wie süß. Lass dir den Glitzer nicht nehmen, nur weil es andere blendet. Und das ist so ein süßes Kärtchen. Vielen Dank, Lea. Das ist passend gerade. Und dann haben wir hier etwas drin, das hat sie mir als kleines Geschenk mit reingelegt. Green Tea Moisture Essence Mask von Ein Lip Beauty. Sagt mir so gar nichts, aber wird auf jeden Fall verwendet. Bin ich sehr gespannt drauf, Lea. Cool. Und Feuchtigkeit, sie weiß es, ich liebe es. Blumen, sie weiß es, ich liebe es. Lea ist auch eine von den Urgesteinen, sage ich mal. Ne? Die war echt von Anfang an mehr oder weniger mit dabei und ja, es hat sich doch irgendwie, ja, keine Ahnung. Mittlerweile haben wir sogar Handynummern getauscht, ne? So eine Internetfreundschaft rausgebildet, um das mal so zu sagen. Wir vertrauen uns auch ziemlich viele Dinge an. So, hier habe ich einmal ein bisschen was Lautes. Ach so, manche Produkte werden dann tatsächlich auch direkt weiterwandern an Familie und Freunde, weil ich schon beim Trash-Tausch mir überlegt habe, wem ich das geben könnte. Oder ich habe dann schon direkt mir gedacht, okay, ist jetzt nicht relevant für mich, aber ich weiß zum Beispiel, dass meine Freundinnen Bock hätten irgendwie auf ein spezielles Duschgel oder sowas, ne? Das kann ich dann in die Kiste packen, wo die halt, nee, Krabbelkiste, ne? Das ist eine ganz gute Geschichte. Und da habe ich zuallererst von ihr Cherry Kisses von Bilou, ein pflegender Cremeschaum. Aber ganz ehrlich, das ist eigentlich ein Produkt, was ich für mich auch sehr gut finde. Ich glaube, ich hatte das tatsächlich auch selber schon mal und ich glaube, ich habe das sogar auch schon benutzt. Das riecht einfach so geil nach diesen roten Kirschlutschern, diese ganz kleinen runden, die man damals bekommen hat, wenn man bei uns beim Tante-Emma-Laden geklingelt hat. Und ich glaube, wir sind da als Kinder wirklich immer nur hingegangen, auch so sonntags und so, voll gut von uns. Und da haben einfach geklingelt und dann haben die uns direkt einen Lolli gegeben. Oder wenn man Eiertausch machen wollte oder so, ist man da auch vorbeigegangen und die haben einem dann einfach einen Lolli gegeben und wollten gar nichts tauschen. Auch ganz süß, ne? Ja, so riecht das. Kindheitserinnerung, hallo. So, dann hat sie mir hier etwas schon direkt in ein Päckchen gepackt. Pflege, 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 Pflege. Aromapflegedusche stressfrei mit Orangenblüte und Mandarine von Kneipp. Das wird auf jeden Fall weiter wandern, weil ich ja nicht so gerne sowas mag. Aber ich weiß, dass viele Freunde das mögen werden. Ja, das ist halt Orangenblüte, ne? Aber es riecht ganz angenehm. Also es passt jetzt auch zur Jahreszeit. Das wird jetzt ja immer kälter und dann geht das schon klar. Dann hat sie mir noch das Deo Beauty Elixier Deo Milch samt weiche Haut von Nivea hier mit reingelegt. Auch das ist ein Produkt, was halt immer wieder geht, ne? Entweder benutze ich das für mich oder ich gebe es halt weiter. Von da Pflegegeheimnisse Langhaarritual Shampoo, das ist voll meins, mit Echinacea und weißem Tee, da habe ich so Bock drauf. Also das hört sich schon sehr, sehr nett an und ja, ne, wir riechen mal dran. Oh, das riecht so angenehm. Das riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Oh, das riecht voll gut. Das mag ich gerne leiden. Doch, 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 doch. Ich weiß nicht, ob ich mir das ausgesucht habe oder ob sie mir das so mit reingelegt hat. Ich glaube, das hat sie so mit reingelegt. Kann das sein? Weiß ich gar nicht. Ist das ein Armband oder was ist das? Ich glaube, mit Blumis. Bin jetzt kein Armband-Fan, um ehrlich zu sein. Das ist mir auch, das ist mir sogar ein bisschen zu groß. Oder ist das eine, oh, lala. Oder ist das eine Kette? Kette, oder? Kann man auch als Kette nehmen. Aber ist mir persönlich, ehrlich gesagt, doch ein kleines bisschen zu klobig. Ich bin eher so der filigrane Mensch, was es angeht, auch wenn ich gerade finde, dass es mir per se stehen würde. Ich kann es ja mal umlegen und gucken, wenn das jetzt ein Armband ist und ich mir das als Kette umlege, ne? Das ist natürlich super peinlich.
Nein, das ist hier von den Längen her wie eine Kette. Das ist doch eine Kette. Ist schon irgendwie ganz süß, aber es ist nicht meine Welt, ne? Das ist mir zu heftig. Weiß ich nicht. Auch wenn es gerade mit diesem floralen Look auch wohl passt. Aber mir persönlich ist es ein bisschen zu krass. Ich denke, dass ich es auch weitergeben werde. Und ich denke, Lea ist mir da auch nicht böse drum. Dann habe ich hier noch Coco Cocktail von Bilou 2-in-1 Body Spray. Auch das wird weiter wandern, weil ich ja keinen Kokos mag. Aber Bilou ist immer eine Sache. Das geht ja weg hier. Ne? Wie warme Semmeln, Leute. Ich sag euch das. Das bleibt. Das ist toll. Oder ich gebe das mal an Freunde, die es wirklich, ne, denen ich das einfach mal empfehlen will. Rosens Rosenwasser. Das ist so toll. Das ist so hautberuhigend und ich liebe es so unheimlich gerne. Bei dem Produkt ist es halt echt so eine Sache. Entweder man liebt es oder man hasst es, weil gerade dieser Duft halt auch sehr intensiv ist. Ne? Der ist halt relativ, er ist präsent. Es ist jetzt nicht unbedingt so, als hättest du dir frische Rosen genommen und dran gerochen, sondern es ist schon ein bisschen, ja, als wäre es halt ein Rosenstrauch, der schon so ein bisschen gelegen hätte, ne? Aber es riecht, also für mich riecht es ganz gut. Man muss sich halt erstmal dran gewöhnen und das ist sehr, sehr hautberuhigend. Und ich denke, dass ich das als nächsten Toner auch endlich mal wieder verwenden werde. Ich merke einfach, dass meine Haut so langsam wieder nach sowas schreit, ne? So, was hat sie mir als nächstes reingepackt? Ja, oh Leute, das ist das Herzstück unseres Trash-Pakets von Anastasia Beverly Hills, die Subculture-Palette. Ja, sie hat gesagt, dass sie die wo weggeben würde und ich habe ihr gesagt, dass ich sie gerne nehmen würde. Und jetzt habe ich sie hier und ja, ja. Man sieht, sie hat sie geliebt. Mal gucken, ob ich sie jetzt auch lieben werde. So werde ich auf jeden Fall meine Anastasia-Sammlung ein bisschen erweitern können. Komm, wir gucken uns ein paar mal an. Electric schaue ich mir mal an. Cube schaue ich mir mal an. Adorn schaue ich mir an. Und was noch? Untamed. Oh, das ist so ein schönes Moosgrün. Wahnsinn. Ja, ne? Die Qualität von Anastasia ist echt so eine Sache für sich. Sehr, sehr toll. Oh. Holla. Holla. Also die letzten beiden sind Hammer vom Swatch her, ne? Es ist also hammermäßig. Da freue ich mich richtig drauf. Krass. Richtig krass und ich habe immer noch was an den Fingern, ne? Das ist Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank, liebe Lea, dass du dich davon trennen konntest. Das macht mich echt glücklich. Oh, das ist so schön. Dann haben wir hier noch eine Box, was für mich sehr praktisch ist, denn ich kann die dann als Versandkarton noch weiter verwenden. Und da hat sie mir dann noch den Rest vom Schützenfest mit hineingegeben, denke ich mal. Ja. Dann habe ich einmal hier von Love Lights Halo Light Iridescent Powder. Das ist ein Highlighter-Puder. Ach ja, das ist halt sehr intensiv, ne? Das muss man mögen, wenn man es verwendet. Aber es ist schon schön. Es ist halt wirklich so ein bisschen holomäßig, weil das auch so grün-gelb changiert. Sehr, sehr kühl, aber ich mag so kühle Highlighter ehrlich gesagt auch gerne jetzt Richtung Herbst-Winter. Oh, die ganze dekorative Kosmetik ist hier einfach drin. Face Contour Kit, genau, das habe ich in der Farbe Light hier drin. Das ist ein Bronzer und ein Highlighter von Sleek. Und ich müsste das entweder im Medium selber hier haben. Ansonsten wird es halt weiter wandern zu Freunden und Familie. Hier sind die beiden Töne. Kann ich das denn switchen? Ja, ich glaube, der Bronzer passt sehr gut. Und ja, auch der Highlighter. Der Highlighter ist eher subtiler. Der ist richtig schön. Mag ich gerne. Das habe ich mir einfach hier ertrashed. Das habe ich selber, glaube ich, sogar noch da. Das Camera Powder von True & Lucious. Das ist dieses hier, war mal in einer Glossybox mit drin. Weil ich einfach gehört habe, dass viele das gerne mögen. Und meine Freundin mich auch immer mal wieder nach einem Puder fragen. Und dann habe ich jetzt einfach mal eins da. Dann von Stila habe ich hier auch noch was ertrashed. Das müsste ein, genau, Got Inked Cushion Eyeliner. Dieser hier. Genau, und da gehst du einfach mit einem Pinselchen rein und kannst dir dann den entsprechend aufgeben. Das werde ich dann aber wahrscheinlich auch wieder an Familie und Freunde geben, weil ich persönlich ja kein Pöttchen-Eyeliner-Fan bin. Dann ein Nagellack von Annie in einem richtig schönen Blau. Mega geil. Auch das, Familie und Freunde. Ich weiß, das triggert euch ein bisschen, deswegen lasse ich es einfach mal weg. Mana Kadar Glow Illuminator Step 3. Das ist dieser hier. Und das ist halt, ja, so ein Produkt, das kannst du verwenden als Primer, wenn du es Fullface verwendest. Oder du gibst es dir halt nur punktuell auf und dann hast du halt so einen Highlighter-Effekt dadurch.
Welchen Finger nehme ich? Sie sind alle dreckig. Mist. Okay, dann habe ich hier auf jeden Fall so ein Pünktchen. Das kann man so verreiben. Muss ich auf jeden Fall mal gucken, wie das dann im Gesicht auch aussieht, ne? Das wird halt einfach einen schönen Glow geben, wobei man da jetzt gerade überhaupt nichts sieht. Oder seht ihr da was? Ich sehe da gar nichts. Ich sehe da echt nichts. Ist ja blöd. Ich muss es austesten. Okay, dann haben wir hier von Kiko ein Produkt drin, was so hübsch aussieht. Das ist Waterflower Magic Blush. In der Farbe 02 Brown Sugar. Das ist Verpackungsopferprodukt. Ne? Also fand ich einfach schön. Wollte ich haben. Es hat so einen Farbverlauf von knallig zu dezenter. Deswegen gehe ich da mit dem Finger einmal so komplett durch. Das ist eine schöne Farbe. Das ist echt eine schöne, schöne Farbe. Ui, sehr intensiv pigmentiert. Aber ich bin jetzt gerade auch der mit dem Finger durchgegangen. Ne? Aber das sieht schon schön aus. Dann eine Lidschattenpalette von Pixi by Petra. Das ist einfach eine super simple Palette, die man auch einfach gut verwenden kann. Ich weiß, dass Pixi by Petra eine recht hochpreisige Marke ist. Ich hatte auch schon die ein oder andere Lidschattenpalette von ihr. Die waren mir aber alle viel zu dezent. Und jetzt habe ich die mal da und wollte einfach mal gucken, wie andere Sachen so von der Qualität her sind. Wir haben hier nämlich super buttrige, alter, Schimmertöne. Hui. Also die sind gerade sehr angenehm. Dieses Rot wollte ich mir auch nochmal angucken. Da habe ich jetzt die Hälfte von denen einfach mal, dass ich die swatchen kann. Das sieht schon schön aus. Kann man nicht so sagen. Gefällt mir auch vom Swatch her, ne? Das sieht nice aus. Da kann man bestimmt was mit zaubern. Doch, doch. Wird auf jeden Fall ausgetestet. So, dann haben wir hier noch von Urban Decay Optical Illusion Complexion Primer. Das ist mit Hagebutten und Arganöl. Das soll die Poren verfeinern. Genau, und das wollte ich halt auch mal ausprobieren. Das wollte ich mir dann tatsächlich eher so wirklich da aufgeben, wo man halt Poren verfeinern will. Ne? Ich plane ja sowieso noch ein Full Face Urban Decay. Mal gucken, ob das mit reinkommt. Hier ist der Deckel davon. Der gehört natürlich drauf. Und dann habe ich hier noch von Lime Crime mein erstes Produkt, glaube ich. Ich hatte, glaube ich, von denen noch nie was. True Love ist die Bezeichnung und das dürfte ein Liquid Lipstick sein. Den gucken wir uns mal an. Boah. Ah, der riecht aber auch gut. Oh, Wahnsinn. Was ist das für eine hammergeile erdbeerrote Farbe? Ich lieb's. Ich lieb's. Also entweder tatsächlich für mich oder ich gebe das an eine Freundin, die so rosafarbene Lippenprodukte mega mag. Aber das wird ausgetestet und dann hat sie mir noch eine Probe mit reingelegt von der Too Faced Born This Way Foundation. Ja, habe ich aber tatsächlich schon da. Das ist die Farbe Vanilla. Genau. Ich glaube, ich habe das sogar in der Farbe Vanilla, oder? Ich weiß es nicht. Ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich mein Trash-Paket, Tauschpaket mit der lieben Lea. Ich finde, dass wir einfach, das ist, macht einfach Spaß, es macht Sinn und wir haben einfach unsere Freude damit und ich kann euch nur empfehlen, euch auch sowas mal zu machen, sei es mit Freunden, mit Familie, mit wem auch immer in eurem Umfeld oder ihr sucht und findet euch unten bei mir hier in den Kommentaren, da rufe ich ja unter jedem Trash- oder Tauschpaket so auf und ich weiß, dass auch schon das ein oder andere Tauschpaketpärchen dadurch entstanden ist und ja, ihr Lieben, ich fand's cool und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns, meiner imaginären Freundin und mir, doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!